Ansage an Excel. Oh, Moment. Moment. Das ist interessant. Pascal Zocker, hi. Jo, Excel. Was du gestern am Live. Halt. Noch nicht. Ja, 1080 reicht für den Stream. Das reicht. Oh, ich bin gespannt. Jo, Excel, was du gestern im Livestream abgezogen hast, war nicht nett. Es war nicht nett gewesen und das hat auch viele Tatsachen verdreht. Ich fange mal ganz kurz von vorne an, warum ich und Excel jetzt Streit haben und ich auch nicht mehr mit ihm verglichen werden möchte, auch nicht in seiner Richtung auch keine Fragen mehr beantworten werde, keine höflichen Fragen mehr. Und zwar geht es um meinen Einkauf vom, den er hochgeladen hat. Wir werden mal ganz vorspulen. Angefangen hat alles damit, dass wir... Okay, also eigentlich, also vielleicht für die Leute, die es noch nicht wissen, Vorgeschichte, Tanzerbot und Excel sind eigentlich relativ coole Kollegen oder gute Kollegen. Das Armband, so ein Ding suche ich auch die ganze Zeit mit dem scheiß Haken. Anker, mit dem Haken. Mit dem Anker. Und what the fuck, was ist Swiss Life da oben? Ich weiß es nicht. Fast, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist aber von Tanzi. Keine Ahnung. Ist halt... Muss ich jetzt auch den Stream hier mit Werbung kennzeichnen, weil da oben Swiss Life irgendwie steht oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es eigentlich gute Kollegen. Und wir werden mal uns anhören, was Tanzi dazu zu sagen hat. Faster schreibt gerade, Dingens hat sogar schon geantwortet. Das finde ich ziemlich cool, weil Fortnite muss sowieso noch updaten. Dann hören wir uns das mal. Beide uns auf dem Teamspeak befunden haben. Wir im Gespräch auf Unge gekommen sind und ich gesehen habe, dass an diesem Tag Unge meinen Einkauf vom hochgeladen hat. Und ich habe mich sehr doll darüber aufgeregt, dass er halt so seine vegane Scheiße, dieses ganze grüne Geplörre da, was normalerweise im Fluss rumschwimmt, da als mein Einkauf vom Format da präsentiert. Ich sage hier nochmal, ich reg mich nicht darüber auf, wenn irgendwelche Leute Produkte in die Kamera halten. Ich rege mich darüber auf, dass Leute meinen Titel dafür verwenden. Mein Titel. Und jetzt tut, es hat auch nichts damit zu tun, dass es, ob das jetzt ein schwerer ist oder ob das kein schwerer ist. Fakt ist einfach, es ist faktisch. Es ist Fakt, dass niemand diesen Titel davor verwendet hat. So, ich hab diesen Titel klickstark gemacht davor. Ja, okay, das stimmt. Also ich glaube, Tanzi war auch so ziemlich der Erste, der seinen Einkauf gezeigt hat, weil er zeigt halt tatsächlich, für ihn ist es ja wirklich wie so eine Art Tagebuch und er zeigt halt wirklich seinen Einkauf und so. Ja, okay, und ihn hat es auch vorher nie gestört, dass andere Leute das gemacht haben. Komischerweise stört ihn das jetzt mit dem veganen Kram. Ja, also keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ja, tatsächlich, Tanzi hat, glaube ich, damit tatsächlich angefangen und ist auch hat gut die Runde gemacht. Viele Große haben dann angefangen, einmal deren Einkauf zu zeigen oder deren Kühlschränke und so. Hat sich doch niemand dafür interessiert. So, davor hat man andere Titel verwendet, aber nicht meinen Einkauf vom bla 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 Datum. So, dann habe ich das erwähnt, habe ich meinen Ärger darüber zur Rede gebracht und er hat dann halt von sich aus gesagt, ich hab im Hinterkopf natürlich gehabt, dass er davor auch schon meinen Einkauf vom hochgeladen hat, hatte allerdings kein Problem damit, weil sein Einkauf vom sehr identisch mit meinem ist. Dann hat er von sich aus gesagt, dass er keine meinen Einkauf vom mehr hochladen will, weil ihm die Freundschaft zwischen mir und ihm halt wichtiger ist als so ein blöder Titel. Da dachte ich mir, wow, das ist krass, das kam von ihm. Ich habe ihn nicht dazu gedrängt, in keinster Silber habe ich ihn dazu gedrängt. Und ich dachte so, wow, richtiger Ehrenmann. So, weil man kann ihn auch einfach umbenennen. Es ist einfach ein Fakt, Mann. Ich habe meinen Einkauf vom, habe ich ins Leben gerufen. Das ist ein Fakt. So, da müssen jetzt nicht irgendwelche Fußballkiddies da irgendwie drauf reagieren oder sowas, wie bei Twitter jetzt hier, nachdem ich da gestern gegen Excel geschrieben habe. Ja, Tanzi, also ich glaube, der wiederholt sich gerade ein bisschen. Ich hoffe, die nächsten 5 Minuten sind ein bisschen... Komm, erzähl mal was. Das ist ultra schlimm. Guckt euch die Leute an, die da für ihn schreiben. Also auf Twitter ist es jedenfalls mega schlimm. Ja, dann ging es halt weiter. Angefangen hat es damit höchstwahrscheinlich, denke ich, dass er sich ziemlich darüber aufgeregt hat, dass ich auf Twitter wieder, auf Twitch wieder entsperrt wurde. Eins oder zwei Tage später kam dann auch schon das Mein Einkauf vom Video, was ich sehr merkwürdig fand. Und ja, damit hat es dann angefangen. Dann habe ich ihn halt öffentlich gefragt, hey, ey. Ja, das Nox, aber ich meine jetzt auch gar nicht, dass das andere Leute das jetzt nachgemacht haben. Das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt, ich habe ihm recht gegeben, dass er diesen Titel quasi ins Leben gerufen hat, dieses Mein Einkauf vom. Das stimmt schon, aber dass man sich aufregen muss, dass jemand, ihn stört bei keinem, der das nachmacht, außer bei Unge, weil er veganen Kram in die Kamera zeigt. Das finde ich ein bisschen
Naja, gut, die ecken ja auch öfter mal aneinander. Vielleicht ist das einfach nur ein kleiner Seitenhieb von Tanzverbot. Ich habe keine Ahnung, aber naja. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber du hast mir von dir aus versprochen, dass du keine Mein Einkauf-Form mehr hochlädst. Und dann kam von ihnen einfach nur völlig abwertend und völlig disrespected, so verarschemäßig, so, oh, Entschuldigung, Kilian, das nächste Mal werde ich deinen Titel nicht mehr verwenden. Und ich dachte mir, was bist du für ein Arschloch, Alter? Was bist du für, was, und das bist du. Du bist in meinen Augen ein absolutes Arschloch. Du hast total verkackt, du hast menschlich total verkackt und du hast dich auch so ins absolut Negative entwickelt. Dann gehst du in den Stream. Ich habe ihn mir ja angeguckt, weil es mich doch sehr interessiert hat, wie er redet, und redet völlig abwertend darüber, was mir denn einfiele, den Titel für mich zu beanspruchen. Aber hat in Ja. keiner Silbe erwähnt, in keiner einzigen Silbe, in unserer gesamten Konversation hat er erwähnt, dass er es mir versprochen hat. Darum geht es nur. Darum geht es nur. Hätte er ganz normal weitergemacht, hätte das mir niemals. Oh, ich dachte, es geht jetzt irgendwie um mehr als einen blöden Titel. Ja, ich gucke jetzt nochmal die letzten bis 4 Minuten. Wenn noch was anderes kommt, gucken wir weiter. Ansonsten skippe ich kurz durch. Versprochen. Wär's mir egal, aber er hat es mir privat versprochen. So, privat. Er hat gesagt, dass die Freundschaft, die zwischen uns besteht, jetzt nicht mehr besteht, ihm wichtiger ist als das. Und damit hat das gebrochen. Und ich denke einfach nur, dass er sich irgendwie angegriffen gefühlt hat, dass ich auf einmal wieder auf Twitch streame und er es halt nicht darf. So, für mich hat sich diese ganze Sache mit Excel erledigt, so. Und ich möchte auch bitte nicht, dass ihr irgendeine Partei ergreift, guckt weiter euren Excel, wie ihr wollt, aber schreibt bitte nicht bei mir runter, du bist besser als der, du bist besser als der. So, bleibt doch unparteiisch. So, das ist doch meine Differenz, die Klar ich mit kenne ihm ich. habe. So, kommen wir zum nächsten Thema, seine angebliche, sein angeblich leichtes und unentgeltliches Leben, wie er gestern gesagt hat, wo er da erzählt hat, ey, ich wohne in einer absoluten Bruchbude, bla bla bla, ich bin überhaupt nicht geldgeil, jeder Mensch ist geldgeil. Geldgeil heißt nicht automatisch, geldgeil sein heißt nicht automatisch was Schlimmes. Jeder Mensch ist geldgeil, weil das System darauf aufgebaut ist, geldgeil zu sein. Es kommt nur darauf Ja, warte mal, den Satz will ich mal kurz anhören. an, wie man seine Geldgeilheit auslebt. Wie man halt an Geld kommt, ob man das mit Dingen macht, die man steht, oder ob man halt jedes Wochenende sich halb tot säuft und in eine Badewanne kotzt. So, das ist das nächste. Saufstreams habe ich noch nie gemocht. Er macht sich total zum Affen, säuft sich da halb tot, raucht, trinkt, frisst extrem viel. Gut, fressen tue ich auch viel, aber er tut alles, was dafür sorgt, dass er höchstwahrscheinlich keine 30 Jahre wird. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht über sowas labern. Es geht mir um seine angebliche Bescheidenheit, die er vor 1500 Leuten geäußert hat. In seiner angeblichen Bruchbude, ja, die ja trotzdem laut eigener Aussage 800 € im Monat kostet. Alter, boah, das kann ich mir gerade nicht mehr antun, sorry. Ich guck mal ganz kurz, was er noch so zu sagen hat, aber. Erzähl doch mal von den Leuten, wie viel Geld du ausgibst. Und woher kommt das Geld? Bestimmt nicht von deinen privaten Reserven. Du lügst Freunde an. Andere Freunde lügst du auch wieder an. Du sagst den einen das, du sagst den anderen das. Du bist ein absolut komischer Mensch und du hast dasselbe Leben durchlebt wie ich. Ich weiß das. Keine Freunde. Man will sich irgendwie in irgendeiner Art profilieren und damals habe ich auch gelogen. Ich hatte einen scheiß Laptop und ich habe damals, wo jemand die Ahnung von PCs hat, gesagt, ich habe einen Laptop mit Wasserkühlung. So, weil ich dachte, das ist cool. Gab es damals nicht. Heute gibt es auch nur so Wasserkühlungslaptops mit so einem scheiß Anschlussding da dran. Damals, wo ich nichts hatte, habe ich auch absolut rumgelogen. Aber das ist eine komplett schlechte Charaktereigenschaft, die sich ausgearbeitet hat aus mir, nachdem ich älter wurde. Aber du lügst oft rum. Okay, also irgendwie kommt tatsächlich nichts mehr Gescheites bei rum. Also es ging tatsächlich nur um den Titel Mein Einkauf vom. Das, ja gut, ich meine. Naja. Ich würde mir gerne gleich nochmal die Antwort von Excel kurz anhören, weil. Ich will mal gucken, wie der Typ sich rechtfertigt. Also ich kenne Excel nicht, ich bin ganz ehrlich. Ich habe ein, zwei Videos von ihm gesehen. Fand's kurz lustig, was er da macht. Ob man jetzt vor online saufen muss oder nicht, muss jeder selber wissen, aber Excel gefeiert persönlich habe ich so noch nicht, aber ich kenne auch nicht weiter Videos von dem. Also ich bin mal auf seine Antwort gespannt. Das bestätigt sich aus vielerlei Quellen. Danke, Und Lukas auch viele Bangert. Leute, die mit dir privat, was heißt, ja, nicht privat, die mit dir zu tun hatten auf dem Teamspeak und sowas, haben ja auch gesagt, dass du dich verändert hast, nachdem du immer größer wurdest, dass du damit nicht umgehen kannst. Alter, du machst ein Foto mit einer scheiß Rolex auf Instagram.
Ich weiß, sie ist von Giorgio, aber warum macht man sowas? Wem willst du was damit beweisen? Ich möchte, was mir dabei einfach nur mega auf den Sack geht, ist, dass du Zuschauer anlügst mit deiner falschen Bescheidenheit. Denn du lebst nicht bescheiden. Du lebst nicht bescheiden. Und das geht mir einfach nur mega auf den Sack gestern. Ja, ich lebe in meiner Bruchbude, kostet trotzdem mehr als 80% von allen anderen. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, dass du dich menschlich an dem Punkt veränderst, wo du wieder arbeiten gehst, denn in der Zeit, wo du nur zu Hause warst, nein, Alter, du hast dir ein falsches Leben vorgespielt. Jeden Tag machst du Fotos in irgendeiner Shisha-Bar und tust auf Freunde. Das ist nicht dein Leben. Das ist nicht dein Leben und das war falsch. Und das wird. Ja, okay, also nichts Gescheites bei rumgekommen, meiner Meinung nach. Wir gucken uns jetzt mal die Antwort von Axel an. Ich bin gespannt.